Die Stadt Frankenberg-Eder errichtet zurzeit im Bereich auf den Weiden einen komplett neuen Feuerwehrstützpunkt mit Übungsturm. Im Erdgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes werden Flächen für die Einsatzfahrzeuge, Waschhalle, Umkleideräume, Schlauch- und Atemschutzwerkstätten sowie Technik- und Lagerräume angeordnet. Im Obergeschoss entstehen Bereiche für Einsatzzentrale, Schulungs- und Verwaltungsräume mit den zugehörigen Nebenräumen. Der neue Gebäudekomplex wird in herkömmlicher Bauweise aus Mauerwerk und Stahlbeton entstehen. Die Außenechen werden gedämmt und mit einer vorgehängten Fassade aus Stahlblech verkleidet. Die Dachechen werden teilweise begrünt. Darüber hinaus wird eine Photovoltaikanlage installiert. Mit den Arbeiten für den neuen Feuerwehrstützpunkt wurde im Frühjahr 2022 begonnen, indem vorbereitende Maßnahmen im Tiefbau durchgeführt und das Baufeld für die nachfolgenden Arbeiten hergestellt wurde. Die Baukosten werden sich auf rund 14 Millionen Euro belaufen. Das Land Hessen beteiligt sich mit 2.200.000 Euro und der Landkreis Waldeck-Frankenberg mit 700.000 Euro an den Baukosten. Sind wir mit dem Feuerwehrstützpunkt die Wahl? Das war ja gestern Abend auch kurz Thema, dass wir mit dem Feuerwehrstützpunkt schon weiter wären. Aber wir wissen alle, wie ist es mit Handwerkern, wie ist es auf dem Bau? Und deshalb sind wir im Moment in der Situation, dass wir zu meiner Amtszeit, das finde ich traurig, darf ich auch dazu sagen, diesen Feuerwehrstützpunkt nicht mehr einweihen können. Denn das war ja ein Projekt, was ich auch sehr gerne angefangen habe und wo wir einfach nach vielen Gesprächen, Diskussionen und natürlich auch durch Vorgaben, die die Prüfer uns gegeben haben, den Stützpunkt drüben nicht mehr halten konnten. Mit viel Aufwand hätte man es machen können, aber es wäre halt nie geworden wie ein neuer Stützpunkt. Deshalb haben wir es auf den Weg gemacht, zu sehen, was können wir tun. Einerseits haben wir drüben die Fläche verkauft, das kann man auch dazu sagen. Das heißt, so wie die Feuerwehr umgezogen ist in diesem Bau, wird drüben die Fläche an die neuen Eigentümer gehen. Es sind drei Stück in der Reihenfolge dabei und das ist ein guter Weg. Wir lassen dort wirklich nur die Dinge zu, die auch wichtig sind für Frankenberg. Es kommt kein Lebensmittelmarkt dorthin. Ich kann es kurz sagen, auch einerseits ist es die EGF, andererseits ist es das DRK und auf der dritten Seite ist es das Technische Hilfswerk, sodass da drüben die Fläche also auch wieder für Allgemeingut zur Verfügung stehen bleibt und wir nicht mit Investoren verhandeln mussten, sondern wir haben Preise festgelegt, die dort von staatlicher Stelle sind. Und so haben wir die Verkäufe dann auch getätigt, alles über Stadtparlament. Das ist alles auch schon gelöst und geregelt. Und hier dieser Stützpunkt wird nun ein Stützpunkt, ja, der kann sich sehen lassen. Da bin ich dann sehr froh. Das wird meines Erachtens nach der beste, den es dann in Waldeck-Frankenberg insgesamt geben wird. Ist natürlich auch der neueste, wenn irgendwann ein anderes Mittelzentrum dann nachsteuert, wird es anders sein. Aber natürlich ist es auch hier geschehen aufgrund der Tatsache, dass wir sehr gute, tatkräftige Feuerwehren haben. Und ich habe es mittlerweile in einer Woche schon zweimal gesagt, zumindest hier in Frankenberg, sage ich auch nochmal, Herr Tschirner. Ja, Sie könnten auch mit der Berufsfeuerwehr mithalten dabei. Diese Einsatzfähigkeit und diese Bereitschaft, die man dort hat, zu arbeiten, ehrenamtlich zu arbeiten. Deshalb sind auch jetzt noch nicht alle hier. Die kommen so jetzt in einer Viertelstunde vermutlich, denn die sind drüben schon wieder nach der Jahreshauptversammlung aller Wehren gestern Abend drüben am Ausbilden, sind im Prüfungseinsatz. Und da sieht man, was dort für eine Arbeitskraft hintersteht. Und das, Herr Tschirner, alles ehrenamtlich und der Prost. Bin ich natürlich auch mit dabei. Ich habe da leicht reden, mache das zumindest nicht ehrenamtlich, dafür habe ich andere Tätigkeiten, aber da kann ich nur